Seeker out. Aloha Wohnzimmerkapitäne und willkommen zu dieser Folge Ausblick. Diesmal wollen wir euch wieder über Änderungen bei der FLAG berichten. Und Wargaming testet zurzeit ein Modell, welches wir euch heute hier so ein bisschen vorstellen wollen. Und zwar ist es ja aktuell immer noch so super aufwendig mit so einem hässlichen Menü, was man aufrufen muss, um die FLAG-Sektoren zu verstärken. Also links oder rechts, man drückt die Taste O, kann dann prozentual seinen Sektor stärken und der andere Sektor wird dafür automatisch geschwächt. In Zukunft soll das ein bisschen anders sein, nämlich intuitiver. Ihr wählt quasi mit dem Blick der Kamera aus, welche Seite des Schiffes verstärkt wird. Ihr könnt euch quasi ganz normal frei bewegen um das Schiff herum und drückt dann eine bestimmte Taste und diese Seite des Schiffes wird dann verstärkt. Und das läuft dann wie folgt ab. Ihr, in dem Moment, wo ihr die Taste drückt, sendet sozusagen einen extrem hohen Schadensburst aus und der trifft alle Flugzeuge, also die gesamte Staffel, die in diesem Sektor gerade anfliegt und verursacht da einen prozentualen Schaden gemessen an den Gesamttrefferpunkte der Staffel, die euch da anfliegt. Hat also diese Staffel virtuell 25.000 Trefferpunkte, wird, sagen wir mal, angenommen, Work in Progress ist das sowieso alles, das ist nur Theorie, 10% Flakburst verursacht, dann würde diese Staffel sofort 2500 Trefferpunkte verlieren und möglicherweise sogar gleich ein Flugzeug. Nach diesem Flakburst findet eine Steigerung des Sektors allmählich statt, also kontinuierlich wird der Sektor verstärkt. Das kann man dann hier auf dem Kompass wieder sehen, ist dann so grün eingeblendet und dann wandert oder verstärkt sich dieser Streifen hier immer mehr, bis er irgendwie hier oben angekommen ist und dann hat der Sektor die maximale Flakverstärkung erreicht und verweilt einen ganzen Moment in dieser Maximalstellung. Und danach, sobald die Zeit eben abgelaufen ist, zieht er sich ganz langsam wieder zurück auf Normalität und dann sind beide Sektoren wieder mit 100% Flak bestückt. Ihr wisst ja, wenn ihr diese Sektoren verstärkt, wird der eine Sektor verstärkt und der andere Sektor geschwächt. Das wird auch weiterhin so der Fall sein. Was sich aber jetzt schon mal geändert hat, ist auf jeden Fall, dass ihr nicht mehr vergessen könnt, die Sektoren zurückzustellen, sondern das ist sozusagen ein Automatismus. Ihr drückt eine Taste, dann passiert dieser Flakburst, dann diese Steigerung des Sektors, konstant mehr Schaden in dem Sektor und danach eine Abschwächung, dann sind wieder beide Sektoren auf 100%. Und dann gibt es eine Abklingzeit, die dann so dargestellt wird. Der ganze Sektor hier ist dann gelb dargestellt. Hier gibt es einen Countdown, der euch anzeigt, wahrscheinlich anzeigt, wie lange denn der Sektor noch Cooldown hat oder diese manuelle Sektorbelegung. Denn so lange könnt ihr dann eben nicht links oder rechts eure Sektoren verstärken. Das ist also das, was sie jetzt neu hinzugefügt haben. Und das nächste, was sie neu hinzugefügt haben, ist nämlich, dass dieses manuelle Feuern der Flakbewaffnung verändert wird. Aktuell ist es ja noch so, dass wenn ihr dann den Sektor auswählt, die Zeit ja anfängt zu laufen, bis ihr den Sektor verstärkt habt. Das hier wird jetzt alles da hier eben verkürzt und die Effizienz des Sektors wird dann sogar nochmal gesteigert. Diese beiden Werte werden komplett entfernt. Ja, also es wird nicht mehr diese Zeit verkürzt oder irgend so ganzen Kram. Das Einzige, was das manuelle Flakfeuer in Zukunft verstärken wird, ist diesen ersten Flakburst. Da, wo ich eben was von 10% erzählt habe, könnte es in Zukunft also sein, dass die Staffel, die anfliegt und 25.000 Trefferpunkte hat, die sonst 10% verlieren würde, dann plötzlich 20% verliert oder meinetwegen 25%, wir wissen nicht wie viel. Ja, das ist jetzt eine reine nur zur Darstellung, zur greifbaren Darstellung, was damit gemeint ist. Sozusagen Mittel zum Zweck. Ja, also es könnte durchaus sein, dass der Flakburst dann auf 25% meinetwegen erhöht wird. Es hat aber auch einen negativen Effekt, denn wenn ihr diesen Skill in Zukunft geskillt habt, dann ist der Flakburst zwar besser, aber die Cooldown-Phase, also in dem Moment, wo ihr keinen neuen Sektor belegen könnt, der wird verlängert. Ja, also das dauert länger, bis ihr überhaupt wieder dann einen Sektor verwenden könnt. Ja? Ist wahrscheinlich Balancing. Ob das so gut ist, ankommt bei euch, das könnt ihr mir dann gerne in die Kommentare schreiben. Wichtig ist noch, dass ihr im Hinterkopf behaltet, es wird nach wie vor einen starken und einen schwachen Sektor geben, wenn ihr diese Sache benutzt. Und diese Sache hat keine Auswirkung auf schwarze Rauchwolken, also diese Explosionen, die da ja immer wieder abgefeuert werden von den Flak-Salven. Es hat nur Auswirkungen auf den kontinuierlichen Schaden, ja, diese ganze Veränderung. Und das manuelle Flak vorhin eben nur noch auf den Flak-Burst,
der kontinuierliche Schaden wird nicht verbessert und die Abklingzeit wird sogar verlängert. Also das ist, gibt es mehr oder weniger, wenn man so sagen möchte, sogar zwei rote Eigenschaften und dafür eine grüne Eigenschaft. Ne? Also das ist, denke ich, jetzt eindeutig. Ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Ich denke, es gibt dem geneigten Kapitän von Schiffen eine ganze Menge Kontrolle über die Flak wieder zurück. Und man wird definitiv einen deutlichen Impact merken. Wenn man seine Flak vernünftig benutzt, werdet ihr kontinuierlich und zuverlässig eine Menge an Flugzeugen abschießen können. Ja, und ihr müsst nicht mehr darüber nachdenken, wann ihr den Sektor wieder zurückstelle, sondern der stellt sich automatisch zurück. Das ist für den einen gut, für den anderen ist es wiederum schlecht. Also wie gesagt, man kann es leider nicht allen recht machen, aber es geht eben darum, endlich die Interaktion zwischen Schiff und Flugzeug zu balancen. Ich denke auch, dass viele CV-Fahrer jetzt sagen würden, ach, der nächste CV-Nerv im Anflug. Ich glaube auch, dass das, wenn man dieses Update einzeln betrachtet, diese Veränderung einzeln betrachtet, möglicherweise ein Nerv ist für die CVs. Ja, oder sehr wahrscheinlich sogar ein Nerf ist für die CVs in erster Linie. Es wird hier aber auch ganz klar gesagt, dass es ein erster Schritt ist in Sachen Rebalancing zwischen Aircraft Carrier und Schiffen, die schwimmen. Von daher vertraue ich da in der Richtung einfach auf Wargaming. Die sind sich bewusst, dass hier einiges getan werden muss. Das wurde jetzt auch auf dem CC-Summit in St. Petersburg vor kurzem klar, dass ihnen ganz bewusst ist, dass das einfach nicht optimal gemanagt hier in die Community gebracht wurde, in das Spiel gebracht wurde, dieser CV-Rework, und dass da eine Menge passieren muss. Und das hier wird jetzt wahrscheinlich der erste Schritt sein, um diese ganze Geschichte wieder zu verbessern, wieder zu normalisieren, sodass ein CV einen vernünftigen Impact aufs Spiel hat, aber auch eben die Schiffe und der CV eben nicht zu stark ist, wie es eben vorher der Fall war. Ja. Und das ist eigentlich alles, was ich euch aktuell zu dieser Flak-Überarbeitung sagen kann. Ich habe versucht, das möglichst plastisch darzustellen. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen mit den wenigen Informationen, die wir aktuell haben. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet. Wenn euch das hier so gut gefällt, was wir hier tun, und uns da sogar Unterstützung für zukommen lassen wollt, könnt ihr jetzt auch eine Kanalmitgliedschaft in Zukunft abschließen hier bei uns auf dem Kanal. Ich will gar nicht groß ausdehnen, ihr bekommt dafür auch einiges zurück. Das finde ich ganz wichtig bei der ganzen Geschichte. Ja, wenn ihr uns noch bei den Social Medias irgendwie verfolgen wollt, dann seht da oben in der gelben Leiste die ganzen Bereiche, wo wir vertreten sind. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich sage jetzt danke für eure Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.